So. Dann benutze ich eben das, wenn du die ganze Zeit mein Damage-Dealer angreifen willst. Oh, Seemann. So, pulsierter Rubin. Nichts wirklich, was wir gebrauchen könnten. Aber den Heiltrank nehme ich gerne. Und ja, was das Thema Secrets angeht, muss ich halt mal gucken, dass wir die Karte kriegen. Ich habe keine Ahnung, ob es auf dieser Ebene zwei Karten gibt. Wir sind ja auf jeder Ebene mit den Secrets durch. Also ja, eins sind wir durch. Zwei haben wir, zwei Lager. Lager 1. Noch ein Lager, aber hier sind wir auch durch. Ich denke mal, die Lagerdinger können wir wegmachen. Genauso hier. Das hier ist nur der Aufzugsschacht. Genauso wie hier und der Feuerballraum. Hier ebenso. Also hier nur der Schacht, der nicht entdeckt ist. Oh, ups. Da kann ich das Lager auch wegmachen. Hier sind wir ebenso nur der Schacht. Das hier ist nicht begehbar, auch wenn es hier eine Tür gibt. Hier habe ich extra nachgelesen, gab es einen Kommentar von den Entwicklern, dass der Bereich ist nicht betretbar, der ist nur zur Deko da. Das hier übrigens bin ich drauf gekommen, das ist der Eingang in den Dungeon. Weil das ist Ebene 8, also eigentlich die oberste Ebene des Gefängnisses. Speisekammer ist auch nicht mehr gültig. Und am Anfang, neben der Cutscene, wo die Charaktererstellung anfängt, kommt man hier rein und fährt hier natürlich runter. Deswegen. Das ist also mit eingeplant, so wie auch hier der Ausgang. Hier sind wir durch. Hier. Einstürze. Na. Ist okay, dass sie da verzeichnet sind. Hier sind wir durch. Hier ebenso. Ach ja, das Lager kann ich auch wegmachen hier. Hier auch. Hier auch. Da sind nur Lavagrube, die wir nicht können. Hier auch. Da müssten wir ganz runterfallen und das überleben wir nicht. Da fehlt uns noch der Weg nach oben. Genau der da. In dem Teleporträtsel sollten wir durch sein. Hier sind wir auch durch. Da kommen wir nämlich nicht hin, weil da der Rückteleporter ist. Und ja, hier ist Ebene 20. Gut. So dachte ich mir fast schon, dass das dahin passt. Weil die anderen beiden will das nicht nehmen. Ich höre schon was latschen. Fangen wir hier an. Das geht auf. Und dahinter ist etwas. Okay, ich habe so die Vermutung, das ist so ein... Das hatten wir ja schon mal. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo. Hier. Hier haben wir was weggenommen. Genau, für hier nämlich. Es gab nämlich ja drei Edelsteine, die wir hier platzieren mussten, damit hier die Tür aufgeht.
Hier gab es die Hebel, damit die Türen aufgingen. Hier sind wir einfach nochmal durchgelaufen, haben hier den Edelstein genommen, sind hier die Golems rausgekommen und ich glaube, hier waren es zwei Echsenmenschen. Also zwei Elite. Und das hier sieht wieder fast danach aus. Wo war jetzt das Ding? Also hier. Dass sobald wir was nehmen, es aufgeht. Oh nein, hier sind Gegner. Kleider Gargoyle. Ernsthaft? Hinter uns ist nichts. Gut. Du darfst nur mal sicher gehen. Klang nämlich fast danach. Ja, es reicht, dass du die Harpune benutzt. Die tut schon weh, dann lass das versengen bleiben. So, okay. Da ist noch ein kleiner Gargoyle. Das ist derselbe, den wir dort gesehen haben. Also was, wir betäuben dich mal. Ja, hat geklappt. So, wechselt mal. Wie viel Schaden machst du eigentlich? 75? 91. Ja, verbrauchst aber weniger Mana. Ja, ganz ehrlich, geh wieder auf den Frostbolzen zurück. Bei dem klappt es gerade irgendwie besser. Nö. Was ist das? Ah, Jungs, hat der junge Kaiser einen Zwilling gehabt? Ich glaube nicht, habe nie davon gehört. Dieser Tote sieht dem anderen aber verdammt ähnlich. Was kann das bedeuten? Ich habe keine Ahnung, ich möchte es auch nicht wissen. Ich dachte jetzt schon, wir wurden teleportiert, aber nein. Okay. Großer Hastrak. Mhm. Also da war der Edelstein, den ich wegnehmen konnte. Hier müssen wir zurück. Hier war die erste Wand, die ich gesehen habe, die aufgeht. Ich habe bis jetzt noch keine andere gesehen, die aufgehen kann. Also ich übersehe sie hier.
Oder hier. Die nicht. Die nicht. Nö, da ist er wahrscheinlich nur ein Gegner, der mir den Rückweg abschneidet. Außer hier. Hier. Na. Ah. Also ich kann es ehrlich sagen soll, woran mich dieser Raum hier erinnert, ist an Diablo 1. Die Kathedrale von außen leuchtet nämlich genauso unheimlich rot. Ein Gargoyle. Okay. Gargoyle ist Elite. Und soll da eigentlich den Tank angreifen. Na, was Besonderes außer versenken kann er wohl nicht. Doch, Blitzschlag. Oh, das könnte wehtun. Ja, aber ging noch. Wieder Heilung aktivieren, denn der ist nicht ohne, der Typ. So, es wird heißen, aus dem anderen Ding kommt auch ein Gargoyle raus. Mhm. Das heißt, wir füllen mal dein Mana auf. Der Hammer nicht wirklich. Ach ja, hier war die Sackgasse. Hier ist nichts aufgegangen. Hier sieht auch nichts so aus, als ob es aufgegangen wäre. Hier ist auch kein Gegner. Da ist aber ein Gegner, weil da aufgegangen ist. Noch ein Gargoyle. Unsere Buffs sind doch nicht aufgeladen, egal. Außerdem hier. So, Blitzschlag. Den unterbrechen wir mal freundlichst. Verpasst dir so einen. Dann das da. Du bist alleine, ja. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Du blutest sehr viel, schon schön. Das freut mich. So, jetzt kannst du nur noch deine Harpune benutzen. Hoffentlich gleich tot. Ja, bist du. Gut. Und was hast du gedroppt? Ah.